Guten Morgen, meine Lieben. Ich sitze schon wieder an der Bushaltestelle und warte auf meinen Bus nach Musa, weil ich heute wieder weiterreise. Und die Sonne ist mega heiß. Es ist unglaublich heiß. Unglaublich heiß. Aber ja, der Bus dauert nur eine Stunde. Also ich bin in meinem Hostel angekommen, was ungelogen fast ausschließlich pink ist. Richtig krass. Ich dachte am Anfang nicht, ob es heißt Pink Dolphin House, aber es heißt Dolphin's Beach House oder so. Ja, jetzt bin ich hier angekommen, dann gab es erst Probleme mit meinem Gutschein, weil der Milka vom alten Hostel das gebucht hat für mich. Aber es hat das funktioniert und jetzt habe ich mir gerade ein Sandwich gemacht. Und dann mal gucken, ich fahre später wahrscheinlich in die Stadt, weil die haben einen freien Shuttle in einer Dreiviertelstunde und dann vielleicht gehe ich einkaufen noch, weil ich habe nicht so wirklich viel zu essen da. Also ich bin gerade nach Nusa gefahren, weil es gibt Gott sei Dank einen Shuttle, weil zu Fuß wären es irgendwie 45 Minuten oder sowas. Also fast eine Dreiviertelstunde, also richtig heftig. Aber wie gesagt, die haben einen Shuttle und den habe ich jetzt genommen. Und jetzt suche ich gerade Kohl's. Aber dachte mir halt, ich guck mir die Stadt ein bisschen an, weil der nächste Bus zurück geht irgendwie 4:40 oder so. Und ich weiß aber auch noch nicht so genau, was ich für heute Abend kaufen soll. Ich habe noch ein bisschen Brot und ich habe noch ein bisschen Nudeln, aber nichts dazu. Ich sitze gerade mit zwei... Holy shit, what is Swedish and German? Schwedisch. Schwedisch. That sounds so weird right now. Also, ich sitze mit zwei schwedischen Mädels. Schwedische Mädels. Im Hostel. Und die heißen beide Mathilda. Mathilda 1. Hallo. Und Mathilda 2. Und sie hier. Hat die Zeit abgefangen, damit sie ein Bild posten kann, damit sie die meisten Likes von ihren schwedischen Freundinnen bekommt. Saulustig. See. You're kind of both in the camera if you move a bit like that. And then you can say a few of them. So, Swedish girls talk in German. A Swedish end. A Swedish end. A Swedish end. A Swedish end. Ich liebe dich. Ich heiße Mathilda twice. Beeindruckend, würde ich sagen.